Hallo, heiliger Sohn Gottes. Tja, glaubst du das? Ist kaum zu glauben. Wir haben es nicht geglaubt seit Anbeginn der Zeit. Haben wir uns verleugnet. Und jetzt kriegen wir einen Kurs in die Hand, der alles, was wir je geglaubt haben und wofür wir gekämpft haben, wo wir uns eingesetzt haben, als absurd, bedeutungslos darstellt. Er nimmt uns praktisch alles weg. Tja, und da wehren wir uns gegen mit dem Ego. Denn wir haben uns ja so bemüht, gut zu sein, gesund zu sein, uns für unsere Lieben zu sorgen und das zu tun, was wir glaubten, was richtig ist in dieser Welt. Und das ist alles falsch. Ja, das ist schon nicht so leicht, sich gesagt, sich zu sagen, alles, was ich glaubte, alles, was ich wie bisher dachte, steht auf dem Kopf. Also ich habe heute gemerkt in meiner Übung, aber wir steigen jetzt gleich ein, dass da, wenn ich so mich in diese Ganzheit hineinbegebe, in dieses Denksystem, was wir erfunden haben, eine panische Angst vor der Wirklichkeit ist. Und ob wir es glauben oder nicht, da ist der Wunsch zu sterben und zu leiden. Das ist für uns normal. Da sind wir so dran gewöhnt, dass Leben Kampf ist und Leid und Anstrengung verlangt. Und ja, wir können uns überhaupt nicht vorstellen, dass da in unserem Geist eine Tür ist, die ganz leicht aufgeht, vom Heiligen Geist geführt und von Jesus Christus, der die Lektion gelernt hat, die uns in eine völlig andere Welt bringt, die wirkliche Welt. Da ist nur Liebe, nur Frieden, nur Glück, Geborgenheit. Eine Welt, die sich wirklich um uns kümmert, wo jeder uns liebt, wo wir nicht uns gegen irgendwas schützen müssen, weil alles uns zum Besten dient. Das können wir uns einfach nicht vorstellen. Da haben wir Angst vor. Wir haben also Angst vor uns selbst. Wir haben Angst vor der Liebe, vor dem wahren Leben. Ja, vor Gott Vater, der uns alles gibt. Und solange wir in dieser Angst bleiben, haben wir keine Chance aufzuwachen. Da wollen wir das nicht. Da machen wir den Kurs nur halbherzig. Ich muss also wirklich mir ganz, ganz ehrlich eingestehen, dass ich Leid, Krankheit, Tod wollte. So verrückt das auch ist. Und dann kann ich sagen, nee, 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 das will ich nicht mehr. Und das ist heute die Entscheidung, die wir treffen. Ja, die uns da sagt, solange, wenn ich nicht vergebe, werde ich weiter blind bleiben. Und was ist Vergebung? Vergebung ist das Aufheben all dessen, was ich geglaubt habe. Alle Bilder, alle Ideen und das zu sehen, was da ist, was Gott erschaffen hat, ewig unwandelbar. Mich und dich als eins in ihm. Ja, das ist der Weg in die Freiheit, aber den müssen wir wollen. Wir haben ihn nicht gewollt, sonst wären wir nicht hier reingegangen. Wir sind allmächtig wie der Vater selbst und haben mit unserer falschen Einstellung all das gebastelt, was wir erleben, was wir sehen. Wir sind voll verantwortlich für alles, was wir erleben, Bruder. Und wir können es aufheben, aber nur mit der Hilfe des Heiligen Geistes und Jesus Christus. Noch ein paar Gedanken aus der Einladung wiederhole ich. Jetzt kommen wir zu ihm, zum Vater, mit nichts als seinem Wort in unserem Geist und Herzen und warten darauf, dass er den Schritt zu uns tut, von dem er uns durch seine Stimme sagte, dass er ihn nicht versäumen würde, wenn wir ihn einlöden. Er hat seinen Sohn in all dessen Verrücktheit nicht verlassen. Er ist bei uns. Noch dessen Vertrauen in ihn verraten. Also der Vater vertraut dir und mir. Er sieht uns als seinen Sohn. Hat seine Treue
ihm die Einladung, denn ich verdient, die er sucht, um uns glücklich zu machen. Aber ja, das will ich, Vater. Wir wollen sie anbeten und sie wird angenommen werden. Auf diese Weise werden unsere Zeiten nur mit ihm verbracht. Wir sagen die Worte der Einladung, die seine Stimme vorschlägt, und dann warten wir darauf, dass er zu uns komme. Jesus fragt, hast du das gemacht? Ja. Was hast du erlebt? Ja, dass der Vater mit einer solchen Liebe und Zärtlichkeit zu mir spricht und mich wirklich, das ist noch die Stimme des Heiligen Geistes, mich ermuntert, doch endlich das zu sein, was ich bin und jeden so zu sehen, mit seiner Hilfe, wie er ihn erschaffen hat. Der Vater will nur, dass wir in ihm glücklich sind und er uns glücklich machen kann. Das müssen wir glauben. Wir können es gar nicht glauben, wenn wir an unsere Kleinheit glauben und an die Sünden und was wir gemacht haben in der Vergangenheit. Wir waren Mörder, allesamt. Wir haben an den Tod, an Krankheit, Leid und Tod geglaubt und haben uns und alle umgebracht. Wir haben alle Wesen in Körper eingesperrt, die sterben müssen. Hier ist nur Kampf und Leid. Das müssen wir uns klar machen. Selbst eine Pflanze kämpft gegen die andere. Diese Welt wollen wir nicht. Wir wollen die Welt der Liebe, der Freude, der Glückseligkeit, die wir in Wahrheit dem Vater geblieben sind. Wir wollen erwachen. Und das müssen wir uns klar machen. In dieser Welt gibt es nur Leid. Und die Kurzzeit der Freuden drehen sich wieder um. Wenn ich an meiner Besonderheit, an meiner Individualität festhalte, getrennt von dir und allen, werde ich leiden und immer wieder leiden. Ja, es kann sein, relativ im Vergleich zu anderen habe ich ein einigermaßen erfreuliches Leben. Aber kann ich wirklich mich freuen, wenn ich weniger leide als andere, wenn doch alle Teil von mir und Gott sind in Wirklichkeit? Geht nicht. Ich muss diese Welt aufgeben und sie neu wahrnehmen lernen. Das ist so. Und jetzt kommen wir zu unserem einleitenden Text. Was ist die Welt? Ja, diese Welt, die wir gemacht haben, ist falsche Wahrnehmung. Sie ist aus dem Irrtum geboren und hat ihre Quelle nicht verlassen. Sie wird nicht länger bleiben, als der Gedanke, der sie gebar, gehegt wird. Denn der Gedanke der Trennung, wenn der Gedanke der Trennung in einen Gedanken der wahren Vergebung umgewandelt worden ist, also des Einsseins im Vater, wird die Welt in einem ganz anderen Licht gesehen werden. In einem Licht, das zur Wahrheit führt. Wo die ganze Welt und alle ihre Irrtümer verschwinden müssen, also die trennenden Ideen. Nun ist ihre Quelle vergangen und ihre Wirkungen sind ebenfalls vergangen. Ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf, im Vater mit dir und da sind wir alle glücklich. Die Welt wurde als Angriff auf Gott gemacht. Sie ist das Symbol der Angst. Und was ist Angst, wenn nicht die Abwesenheit der Liebe? Also wir haben diese Welt ohne Liebe gemacht. Ohne die Liebe des Vaters, die alles einschließt. So war die Welt dazu gedacht, ein Ort zu sein, wo Gott nicht einkehren und wo sein Sohn von ihm getrennt sein konnte. Geht nicht. Wir sind eins mit dem Vater. Hier wurde die Wahrnehmung geboren, denn die Erkenntnis konnte solche wahnsinnigen Gedanken nicht verursachen. Doch Augen täuschen und Ohren hören falsch. Nichts hier ist wahr. Nun sind Fehler durchaus möglich geworden, denn die Gewissheit ist dahin. Stattdessen wurden die Mechanismen der Illusionen geboren. Nun gehen diese hin, zu finden, was zu suchen ihnen aufgegeben ward. Ihr Ziel ist es, jenen Zweck zu erfüllen, den zu bezeugen und wirklich zu machen, die Welt gemacht ward. Sie sehen in ihren Illusionen eine solide Basis, wo die Wahrheit existiert und getrennt von Lügen aufrechterhalten wird. Doch alles, was sie berichten, ist nur Illusion, die von der Wahrheit getrennt gehalten wird. Also das ist wirklich diese Gesamtheit dieser Welt, des gesamten physikalischen Universums, mit allem, was da ist, mit allen Sternen, der Sonne, Mond und Sterne, den ganzen physikalischen Galaxien, ist nichts. Ohne Schuld, ohne die Trennungsidee, ohne Tod, keine Welt. Ohne Leid, keine Welt. Fucicato, wir geben diese Schuld und Leid und all das auf durch die Vergebung. Und dann ist sie weg. Und nur die Wirklichkeit ist da, die nur Freude gibt.
So wie sie sich gemacht ward, um von der Wahrheit wegzuführen, so kann sie neu ausgerichtet werden. Geräusche werden zum Ruf nach Gott und jede Wahrnehmung, kann von dem einen, von dem Heiligen Geist, den Gott als Erlöser für die Welt bestimmte, ein neuer Zweck verliehen werden. Also alles, was wir gemacht haben, geben wir den Heiligen Geist und er schaut mit uns verschieden, also neu auf diese Dinge. Die Liebe ist dann da und alles wird geheilt. Folge seinem Licht und sieh die Welt so, wie er sie erblickt. Also mit Vergebung. Höre nur seine Stimme in allem, was zu dir spricht. Denn jeder und jedem ist er der Heilige Geist. Und lasse ihn dir Frieden und Gewissheit geben, die du weggeworfen hast. Die der Himmel aber für dich in ihm. Das Ego wehrt sich. Erhalten hat. Das Ego ist nichts. Es kann mich nicht stören. In meiner Herrlichkeit heute mit dir zusammen aufzuwachen. Wir wollen nicht eher zufrieden ruhen, als bis die Welt sich unserer veränderten Wahrnehmung angeschlossen hat. Wir wollen nicht zufrieden sein, ehe die Vergebung nicht vollständig geworden ist. Und lass uns nicht versuchen, unsere Funktion zu ändern. Mit dem Vater alle zu lieben und alle zu erlösen. Wir müssen die Welt erlösen. Denn wir, die wir sie machten, müssen sie durch Christi Augen sehen. Damit das, was gemacht wurde, um zu sterben. Ich bin das ganze Leben. Der Vater hat mich als Ganzheit, als Leben erschaffen. Also das, was gemacht wurde, um zu sterben. Also die Körper, die getrennten kleinen Mickermännchen, dem ewigen Leben zurückerstattet werden kann. Denn wir, die wir sie machten, müssen sie, die Welt, durch Christi Augen sehen. Damit das, was gemacht wurde, um zu sterben, dem ewigen Leben zurückerstattet werden kann. Das ist, was wir tun. Wir sind die heiligen Söhne Gottes, die allem wieder Leben geben. Alle Formen, alle begrenzten Formen, die Ideen in unserem Geist, die haben wir gemacht, die lösen wir auf. Entweder stirbt alles oder es lebt alles und wir entscheiden uns heute für die Ganzheit und das Leben und sehen in jedem Wesen, das Leben, den Christus. Die Liebe, die Freude, das Licht. Und das können wir nur, wenn wir aufgewacht im Vater sind. Da leben wir. Ja. Und jetzt kommt unsere Übung. Die 247. Ohne Vergebung werde ich weiterhin blind bleiben. Puh. Ich fühle, dass der Vater uns liebt. Ich fühle, dass der Vater mich ruft. Bruder, ich fühle, mit welcher Hingabe und Zärtlichkeit er bittet, dass ich zu ihm komme und er mich glücklich machen kann und durch mich alle. Ich muss da weinen. Unser Vater ist so lieblich, so wunderbar. Und wir sind seine Ausdehnung. Wir sind auch nur Liebe. In uns ist keine Grausamkeit, kein Hass. Wir sind die Liebe. In vollkommener Hingabe wollen wir alle Gaben Gottes, die er uns alle gegeben hat, annehmen und sie mit allen teilen. Das ist Liebe. Sünde ist das Symbol des Angriffs. Also dich getrennt zu erblicken, dich als anders zu erblicken. Mann, Frau, Kinder, alles das ist Sünde. Die ganze falsche Wahrnehmung. Sünde ist das Symbol des Angriffs. Erblicke sie irgendwo und ich werde leiden. Denn Vergebung ist das einzige Mittel, durch welche die Schau Christi zu mir kommt. Lass mich akzeptieren, was seine Sicht mir als simple Wahrheit zeigt. Ja, was sagt sie mir? Die Herrlichkeit des Gottessohnes in jedem, den Christus. Ja, dann bin ich vollständig geheilt. Ich will nur noch in dir die Herrlichkeit sehen und mich nicht unschuldig machen, aufgrund, dass ich Schuld auf dich projiziere. Das ist keine Unschuld. Gott hat uns alle gleich erschaffen. Und in ihm sind wir schuldlos geblieben, aber nur in ihm. Alle als eins und alle gleich. Das ist unsere Wirklichkeit. Komm, Bruder, lass mich auf dich schauen. Ja. Deine Lieblichkeit spiegelt meine eigene wider. Deine Sinnlosigkeit ist meine. Ja. Dir ist vergeben und mir mit dir. Also wenn ich diesen Sprung mache und
nach Hause gehe und mir vom Vater durch den Heiligen Geist zeigen lassen, wer ich bin. Dann bin ich im Vater erwacht, die ganze Zeit. Und von dieser Position aus kann ich dann mit Jesus Christus und dem Heiligen Geist in den Traum schauen. Dann ist der Körper nur noch ein Kommunikationsinstrument, ein Handy, durch das der Heilige Geist in jedes Herz, in jeden Geist leuchtet, mit der Macht der Liebe Gottes und jeden daran erinnert, dass er der Heilige Sohn Gottes ist. Dann sehe ich die ganze Zeit und die Heiligkeit in dir und fühle und erlebe, dass wir eins sind. Ich gebe mich dir hin. Ich verliere mich in dir. Und der Vater liebt mich durch dich und zeigt mir, dass ich eins mit dir in ihm geblieben bin. Das ist das Schönste, was es gibt. Das Allerschönste, oder? Jetzt kommt das Gebet. So möchte ich auf jeden heute schauen. Meine Brüder sind deine Söhne. Deine Vaterschaft hat sie erschaffen und sie mir alle als Teil von dir gegeben und auch von meinem eigenen Selbst. Heute ehre ich dich durch sie und hoffe so an diesem Tag mein Selbst wiederzuerkennen. Wunderschön das Gebet. Ich wiederhole nochmal die Lektion. Lektion 247. Ohne Vergebung werde ich weiterhin blind bleiben. Ja. Ich möchte sehen, was ich verleugnet habe. Ist ja auch eine Lektion. Sünde ist das Symbol des Angriffs. Ja, was ist Sünde? Die falsche Wahrnehmung. Erblicke sie irgendwo. Und ich werde leiden. Denn Vergebung ist das einzige Mittel, durch welches die Schau Christi zu mir kommt. Ich will nicht mehr auf Körper schauen und meine Brüder töten. Nein, ich will auf das schauen, was da ewig ist, den Heiligen Sohn Gottes. Lass mich akzeptieren, dass seine Sicht mir als die simple Wahrheit zeigt. Dann bin ich vollständig geheilt. Lass mich akzeptieren, was seine Sicht mir als die simple Wahrheit zeigt. Dann bin ich vollständig geheilt. Alle begrenzten Gedanken weg und nur noch Christi schauen. Komm, Bruder, lass mich auf dich schauen. Deine Lieblichkeit spiegelt meine eigene wider. Deine Sündenlosigkeit ist meine. Dir ist vergeben und mir mit dir. Ich will also jeden als den herrlichen Sohn Gottes sehen. In seiner Ganzheit, in seiner Herrlichkeit, so wie ihn Gott geschaffen hat, als Gottes Ausdehnung. Das sind wir als eins. Wir teilen eine Identität. Alle Gaben Gottes sind unsere. So möchte ich auf jeden heute schauen. Meine Brüder sind deine Söhne. Deine Vaterschaft hat sie erschaffen. Wir sind alle gleich erschaffen. Und sie mir alle als Teil von dir und auch von meinem eigenen Selbst gegeben. Also jeder ist Teil von mir. In jedem finde ich mich. Heute ehre ich dich durch sie und hoffe so an diesem Tag mein Selbst wiederzuerkennen. Also ich lasse alle begrenzten Formen los und sehe in jedem den Heiligen Sohn Gottes. Ich integriere den Bruder. Ich sehe das, was da ist. Meinen heiligen Bruder, dich. Und fühle unser Einssein im Vater. Ich gebe mich dir ganz hin. Und das ist das Licht, das ich in dir, in diese Welt bringe. Und wenn du und ich, wir beide, im Einssein, uns in der tiefsten Tiefe verbinden. Ich gebe mich dir vollkommen hin. Lasse jede Angst, dass ich dann meine alte Identität verliere, dass ich sozusagen in dir sterbe vom Ego. Die lasse ich los. Dann bist du wie eine Gottmutter für mich. Dir hingegeben. Der Liebe, die du bist, hingegeben. Mach dich zu meinem Erlöser. Denn Gott leuchtet durch dich in mein Geist und Herz und zeigt mir durch dich, durch meine Hingabe zu dir, wer ich und du als eins im Vater geblieben sind. Das ist der Weg. Der Weg der Hingabe zu meinem Bruder, dich in der Ganzheit, in der Herrlichkeit hinter der Form, die ich projiziert habe, zu sehen. Und davon muss ich verstehen, ja, dass ich diese Figuren alle erfunden habe.
Aber die kommen aus der Trennungsidee. Aus Angst, aus Panik. Jesus fragt, wie die Übung war. Ja, es war erstaunlich. Ich habe den Vater eingeladen und er war bei mir und hat mir gezeigt und gesagt, wie ich in Wirklichkeit in ihm geblieben bin. Aber erstaunlicherweise merkte ich auf einmal einen enormen Widerstand. Ich könnte so sagen, aus der Gesamtmatrix der Sohnschaft. Ein Mordsangst vor der Wirklichkeit, ein Widerstand gegen das Leben, gegen die Freude, gegen die Wirklichkeit. Und da wurde mir klar, jeder, der hier in diese Welt gegangen ist, einen Körper genommen hat, eine falsche Identität angenommen hat, hat überhaupt nicht Angst vor Tod und Leid und Krankheit, das behaupten wir. Nein, er hat sie gewählt. Mit der Wahl der Individualität als Körper hat er sie gewählt. So verrückt das ist. Und so haben wir Angst davor, den Tod loszulassen. Unsere Individualität. Wir nehmen eher Leid, Schmerzen auf uns, das sind wir gewöhnt seit Anbeginn der Zeit. Und haben Angst vor der Freude, vor der wirklichen Liebe, vor dem ewigen Leben, vor unserem Heiligen Selbst, das uns nur glücklich macht. Das muss uns klar sein. Und diesen Wunsch, getrennt zu bleiben, diesen Wunsch, die Welt zu retten, sich verantwortlich zu fühlen für den Körper oder für die anderen Körper, den müssen wir in uns entdecken und aufgeben. Bruder, ich war erschrocken. Ich habe geglaubt, ich bin über diese Hürde schon längst weg. Was du mir gesagt hast, Jesus, dass durch die größere Öffnung und immer mehr Öffnung ich sozusagen in die Tiefe dieses Denksystems einsteige und erkenne, was uns alle hier gefangen hält. Was uns hier an dieser Hölle gefangen hält und uns verzweifeln lässt, als kämen wir da nie raus. Was ist die einzige Möglichkeit? Ja, du hast mir gesagt, Jesus, dass es diese Welt nicht gibt, weil sie ursachlos ist. Ich kann also nur mit einem Schlag hier und heute und jetzt sagen, nee, 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 will ich nicht. Will ich nicht. Ich will mich nicht mehr darstellen, es darf mir nicht mehr darum gehen, ob mein Körper gesund oder nicht gesund ist oder wie ich aussehe oder irgendwas, das bin ich nicht und das bist du nicht. Es gibt sie nicht. Ich bin nur und nur und nur und nur und nur im Vater. Der heilige Sohn Gottes, seine Ausdehnung. Ganz heilig und geheilt in ihm und du auch. Ich war nie in dieser Welt. Sie existiert nicht, sie ist ein Traum. Eine Schlammschlacht. Albtraum. Ich habe sie erfunden und ich will sie nicht. Nix. Kein Gänseblümchen. Keine Rose, nix. Ich will nur noch das Licht, das ich bin. Eins mit dir, Vater. Ich will die Freude, die Herrlichkeit, das ewige Leben, das dir und mir und uns allen gegeben ist und was wir nicht verloren haben. Wo im Vater? Bruder, ich bin wild entschlossen, diese falschen Wünsche. Das ahnt ja keiner. Jeder glaubt doch, er will nicht krank sein, er will nicht sterben, er möchte ein glückliches Leben haben. Stimmt nicht, wir machen uns was vor. Wir machen uns was vor. Und jeder Groll und jedes Sehen von Körpern ist doch der Tod. Die Frauen hassen die Frauen und die Frauen hassen die Männer und die Männer hassen die Frauen. Und diese ganze Rumgetue, ja, ich liebe meine Kinder und ich liebe meinen Partner und meine Tiere, ist doch alles nicht wahr. Wir sperren da den Heiligen Sohn Gottes in Formen ein, die alle leiden und sterben. Es ist einfach nicht wahr. Gott will uns glücklich machen. Wir sind in Gott glücklich. Lass uns erwachen. Das Einzige, was wir tun können, um der Welt zu helfen, ist, von ihr loszulassen und unsere wahre Identität, die wir nicht verloren haben, im Vater wieder anzunehmen mit allen. Dann sind wir glücklich, Bruder. Glaub es mir, es ist so. Ja, ich wünsche dir einen herrlichen Tag mit dieser Lektion. Vergib, vergib, vergib. Sieh dich in jedem als das herrlichste, schönste Kind,
der Liebe und des Lebens. Und was gestern gewesen ist, ist vorbei. Wir leben in der Gegenwart, in der Herrlichkeit, der Liebe, die wir alle sind. Ich liebe dich und du liebst mich. Wir sind eins im Vater geblieben.